Ich kenne da jemanden, der hat dann auch in anderen Spielen angefangen, für Geld seine Mitspieler abzuknallen. Ja, warte kurz. Ah, geht nicht. Ja, fucking CPU geht mir so auf den Sack, das Ding. Na egal. Ich habe gerade schon gesagt, es könnte doch durchaus sein, dass deine Lebensgefährtin deutlich mehr Ahnung von PCs hat, als du denkst. Die macht das immer aus der Küche, drückt sie den Knopf und dann hofft sie, dass du früher oder später einfach keinen Bock mehr hast und aufgibst. Unrealistisches Szenario? Ich denke nicht. Ah, ich denke schon. Das war ein schönes Schüsschen. Sehr gut. Jawohl! Alter, ist dein Ernst? Also, was soll ich machen, Alter? Was soll ich machen, Alter? Oh, schöner Schuss. 36 Sekunden schaffst du nicht, oder? Oh. Hast du schon die HE geladen? Oh, keine HE. Follow YOLO jetzt hier. Ja, wir brauchen einen Safe Decap hier. Schaffst du. Safe. Schaffst du. Easy. Und jetzt noch wegrammen, komm! Ah, schön! Boah, das hat geschmeckt. Bei mir bringen wieder eine Low Roll, 466. Jo, ne? Und jetzt habt ihr es im Griff, Ja. Der hat sich. Nein, jagt eh! Aber er kann nicht mehr weg, er kann nur noch in deine Richtung. Ja! Oh, 450, stark, Andreas. Das war eine HE. Stark. Das war eine HE. Stark. Easy Win, würde ich sagen. Ja, der jagt eh war nice drauf. Ey, aber jetzt mal ehrlich. Ich hab nur Low Rolls. Zwei Runden jetzt in Folge. Ich spiel jetzt den weiter. Ich will jetzt wissen, was hier los ist. Dann teste ich meine auch mal. Es waren nur Low Rolls. Du hast jetzt über 1000 Follower, brauchst du dich nicht wieder für Follower bedanken. Abheben, ich muss abheben. Arrogant abgehoben. Ja, danke für die Followers, war logisch, ne? Minotaur, Alter. Den vom Leopard hättest du ruhig mal wegdodgen können. Ich hätte aber den Leopard machen müssen, eigentlich, hab ich mir jetzt gerade so gedacht. Wichtig und richtig, und jetzt drauf, komm. Er hat beide raus. Konzentrier dich. Ist gezielt, bitte. Gezielt? Wunderschön. Kleinen, miesen, dreckigen. Maus! Hey, hätte ich nicht gedacht, dass du so ein krasser Spieler bist. Ich habe heftige 2-5 Schaden gemacht, Alter. Ja, da hast du ja richtig durchgeregelt, richtig, ey. Richtig durchgeregelt habe ich hier. Stan, gut gemacht. Wenigstens hast du dich nicht selbst gefeiert. Bin ich dabei, ich muss morgen früh um 10 zum Reiten. Du guckst doch eh nur zu. Eigentlich Reitbeteiligung? Oder? Nee, nur hinbringen. Und dann musst du eine Stunde sitzen. Das kannst du aber völlig verkatert machen. Am besten schon rumgrölen. Hau ihn rein! Ja. Und dann so, ja, sollte eigentlich ein Sohn werden, aber. Komm, treib ihn, spiel doch ab, Junge, Mensch! Schiri, das war abseits! Schiri, bist du blind? Fußballjugend ist schon geil, wenn sich die Väter da fast die Fresse einhauen gegenseitig. Du denkst dir nur, mein Gott, oh, wie peinlich. Ich guck mal kurz, was für ein Streamer, wie sein Gesicht aussieht. Was soll ich machen? Ja. Ich bin einfach so durch gerade, ehrlich. Was soll ich machen? Ist doof gelaufen, ne? Das ist so schlecht. Ich bin einfach nur durch gerade. Genau! Kamowski hat recht, wir machen das nicht beruflich, mein Freund.
Ja. Nee, das Krasse ist, dass sie es trotzdem noch mehr suchten als ich. Warte, lass mich ganz kurz gucken. Ja, es Tom, ist halt, Tom ist halt jetzt auf viel Anstrengung gefahren, das zählt halt, er da nicht rein. Das ist auch ein Unterschied, ob man im Platoon spielt oder alleine. Wenn man alleine spielt, dann bleibt man zum Beispiel hier an dieser Position stehen. Lässt die Gegner verzweifeln. Wenn man aber zu dritt mit 3E75 im Platoon spielt, natürlich pusht man dann auf die Gegner. Wenn dann der eine aber da steht und Blümchen pflückt und der andere sich von Gott und der Welt einfach... Hallo, ich hab die Schüsse gefangen, damit du da richtig glänzen kannst. Ja. Außerdem ja. hat Tom gefehlt, der hätte den nächsten Schuss genommen. Aber was haben wir denn? Wir haben doch gewonnen. Wenn Tom oder spazieren geht, wird immer die Security gerufen, weil dann Fremder durch die Dorf läuft. So ein Landstreicher. Holt den Dreck da jetzt. Bei uns war richtig Halligalli. Bei uns haben wir den Zigarettenautomaten im Dorf aufgebrochen. Ui! Ja, mit Polizeiband drumherum stand da. SEK stand direkt rum und den Zigarettenautomaten. Ist er noch drin? Ist er noch drin? Nee, ich gehe jetzt. Weil der Hund muss wirklich raus. Ich bin schon Stunde drüber. Dein Hund? Hä? Nee, mir wird dann schon beigebracht, dass es mein Hund sein könnte. Wo ist denn der originär, der eigentliche Besitzer von dem Hund? Der schläft. Achso. Ja. Jetzt finde den Fehler. Weck den doch mal auf. Sagt der Hund was raus. Ich wollte gerade sagen, einfach mal sagen hier. Zack, Hund. Immer ein bisschen. Und den! Und mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchten. Kannst du auch nicht schlafen. Hey Stan, ich glaube, wir müssen gleich zurück zur Basis. Ja, schöner Schuss. 60 TP hat. Eigentlich müssen wir doch nur drüber fahren, oder? Wir fahren jetzt gleich über mich drüber. 60 TP hat. Weiß. Heilmetall hat. Ich mach den Udes. Ja. Jawohl. Hab einen neuen Rekord aufgestellt. 7 Gefechte ohne einen einzigen Kill. Obwohl eins dabei war mit dem AT-8 und über 2K Damage. Also betteln wir uns jetzt in Negativrekorden. Mich hat gestern einer angeschrieben, der hat es geschafft, 14 Mal in Folge zu verlieren. Hat mich gefragt, ob es die Aktion noch gibt. Gemessen an dem Wehrpass war das jetzt nicht mal ein schlechter Spieler. Der hatte, glaube ich, eine ziemlich bittere Session. Ja, ist ganz wichtig, dass die Arte zuerst vorbeikommt. Die Rattenwanderung wird hier direkt unterbunden. Aber das Gegnerteam war auch unknusprig. Ich habe hier die ganze Zeit nur Kills abgestaubt. Komm, jetzt tötet sie alle. Hinweg, jawohl. Sauber! Das schmeckt. Jetzt einfach mal keine Low Roll, bitte. Danke. Hütet sie! Bespringt sie! Macht sie weg! Jawohl, rauf! Guter Schuss. Und angeblich ist die künstliche Intelligenz schon so krass, aber schafft es nicht, ganz offensichtliche Spam-Bots direkt zu identifizieren und zu entsorgen. Das ist traurig. Wenn bei einem Link steht, dass man 10 Millionen gewonnen hat, dann kann man schon mal klicken. Naja, ja, kann man, muss man aber nicht. Könnte natürlich aber auch völlig ungefiltert denken. Endlich habe ich mal Glück im Leben. Ich habe zwar nirgendwo teilgenommen, aber gewonnen, das kann ja nicht verkehrt sein. Ja, genau. Man muss auch einfach mal den Mitmenschen vertrauen. Völlig richtig. Kann ich den 43%-Fluch brechen? Leute, was ist denn das hier für ein Beamten-Mikado? Einer HE, er ist tot. 25 HP hat er. Leute. Komm, das ist der Heldenschuss. Gönnt mir nicht! Er macht ihn auf die letzte Sekunde. Die 43% Magic auf dem Tank. Die hat nicht geholfen. Das war aber ganz knapp, ne?
habt ihr Super Bowl schon besprochen. Ja, wir haben auch schon Diktat geschrieben und die Hausaufgaben abgefragt. Ich habe kein Geld, geht das nur mir so? Klar, alle anderen hier sind reich. Also da bist du ziemlich allein mit diesem Problem. Ja. AFK, AFK, AFK. Ja, aktiviert. Let's go. Hallo. Ja. Mal versuchen, den anderen zu aktivieren. Er hat sich selbst aktiviert. Alter! Du dumme Sau. Was gibt Teamkill? Junge, ey. Vor allem, er schiebt mich in den anderen rein. Ich krieg jetzt den Teamkill an ihm. Willst du mich verarschen? Oh, oh, Alter, man kann dieses... dieses Ding lässt sich einfach... Da fühlt sich die Tastatur immer an wie Beton. Ist jemand schon mal einen von diesen Panzern aus dieser Reihe gefahren? Bis irgendwie die Wanne mal reagiert auf die Lenkzeit oder auf die Lenkanzeige oder wie auch immer man das nennen möchte. Frage, bist du bescheuert oder so? Naja, ganz offensichtlich. Das ist ja eigentlich schon ein Kompliment, wenn man in dem Alter so einem jugendlichen 40-Jährigen hier noch zuguckt beim Computerspielen. Ah, Kjelle ist da. Gibt es Rentner-RNG? Das will ich doch stark hoffen. Bock auf eine gute alte LAN-Party. Um ehrlich zu sein, das wäre richtig geil, ja. Aber die meisten Spiele funktionieren ja im Local Area Network gar nicht mehr. World of Tanks könnte... Ich weiß es gar nicht. Würde der Übungsraum offline funktionieren? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, es gibt gar keinen Offline-Client von World of Tanks. Unreal Tournament, ja man, das war geil. Damals gab es noch einen Nachttelefontarif bei der Deutschen Post. Ja, damals gab es auch noch Ferngespräche. Da hast du dann erst deine Großeltern am Ende der Welt quasi nach 18 Uhr angerufen. Da musstest du immer das Zeitfenster bei deinen Großeltern erwischen zwischen 18 Uhr und der Tagesschau, weil nach der Tagesschau oder während der Tagesschau sind sie eingepennt. Alter, ist das meine Su-8, die da die ganze Zeit auf mich schießt? Was ist denn hier? Was mit Ball? Hier stehen Tiger P und Tiger 1. Hallo. Oh, bitte. Geschleicht hier, ey. Junge, ey, ich kämpfe hier gegen meine Arti, gegen das Gegnerteam, gegen die Gegner-Arti. Ich kämpfe hier eigentlich gegen jeden. Ja, ist ein balancedes Fahrzeug, sag ich ja. Ab ihn.
Bing. Boah, was ist denn hier passiert? Ist er gesprungen? Na klar ist er gesprungen. Na klar. Ach bitte! Das ist doch nicht ernst gemeint. Ist ja schön und gut, wenn er mich noch stun, aber 73 Schaden mit HE? Oh, ich sollte einfach auf die HE verzichten. Ja, ich weiß, wie sowas mal zustande kommt. Man kommt einmal rein, sieht, okay, Maus ist gerade Top-Tier. Also der Streamer, der ist immer Top-Tier. Racer 6, Dankeschön für nochmal 300 Biddies, Dankeschön. Panzerwunsch fällt diese Woche aus, weil ich habe schon genug Geld verdient. Danke, Racer 6. Aber Racer 6, ich verrate dir nochmal ein Betriebsgeheimnis. Das Gute ist, dass die YouTube-Community nicht bereit ist, sich Videos anzugucken, die älter als 2 Wochen sind. Kanaven mit der Fußballtarnung, das sieht legit aus, oder? Ich denke, das kann nur gut werden. Alter, schieb mich doch nicht. Jetzt kommt die Pusher-Kohorte. Alter, wie viel Schuss hast du denn? Danke. Junge, die wollten es aber auch schon wieder anders. Ich habe tatsächlich immer Backup gehabt. Ist ja gar nicht. So muss das. Das ist eine faire Welt. Wenn die da durchkrachen, müssen die sofort platzen. Also das geht gar nicht anders. Ich brauche die Torte. Muss es auch mal so sehen. Er ist für meine Gunmark gestorben. Er hat also einem höheren Zweck gedient. Er ist für die Kriegermedaille gestorben. Wir haben halt alle einem höheren Zweck gedient. Das ist doch. Jetzt ist mein Schuss. Sehr ehrenvoll von dem T67. Sehr ehrenvoll, dass er zurückgekommen ist. So, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz bei ihm bedanken. Das fand ich sehr löblich. Thanks for coming back. Premium Laden. Das müssen wir jetzt noch kurz machen. Das ist jetzt von mir eine kleine Goldspende. Weil er nicht wegkommt und sich dem Kampf gestellt hat. Das macht ihn ja so overpowered. Im Gegensatz zum Jagdpanther ist der hier heftig gepanzert frontal und ist auch noch mobiler.